Hallo Welt da draußen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich ein etwas anderes Video für euch, denn ich habe einen Gast auf meinem Kanal. Die liebe Tanja von Miss Drunken Cherries Bücherstapel hat mir ein paar buchige Fragen geschickt. Ihr habt bestimmt schon ähnliche Videos auf einigen YouTube-Kanälen gesehen, die das Thema haben, zeig mir ein Buch das. Und Tanja hat sich 9 Fragen für mich ausgedacht. Ich habe mir auch ebenfalls 9 Fragen für sie ausgedacht. Das Video von ihr findet ihr auf ihrem Kanal. Ich verlinke euch das aber auch gerne mal oben auf dem i und unten in der Infobox. Und ich würde sagen, wir legen gleich mal los. Ich bin wahnsinnig gespannt, was für Fragen Tanja mir stellt. Und hoffe, dass der ein oder andere Buchtipp für euch und für sie dabei ist. Hallo Franzi und hallo Zuschauer von Franzi, ich bin Tanja und ich freue mich total, dass ich heute die Gelegenheit kriege, Franzi ein paar coole Buchtipps zu entlocken. Denn immer wenn ich ihre Videos schaue, habe ich so das Gefühl, dass ich einfach einen Mehrwert geboten kriege, dass ich Bücher gezeigt kriege, die noch nicht jeder in die Kamera gehalten hat. Und deswegen habe ich mir ein paar Fragen ausgedacht, bei denen ich hoffe, dass sich da noch mehr Futter für meine Wunschliste zusammensammeln wird. Und deswegen legen wir doch einfach mal direkt los. Weil ich es ziemlich cool finde, dass man auch oft in den anfänglich banalst erscheinendsten Büchern noch irgendwie was lernen kann, habe ich mir gedacht, zeig mir doch mal ein Buch, bei dem man etwas über ein bestimmtes Thema lernt oder vielleicht über einen bestimmten Beruf. Bei dieser Frage sind natürlich Sachbücher am naheliegendsten, also zumindest für mich. Und daher habe ich eins meiner Liebsten aus meinem Regal gefischt. Ich habe eine Weile davor gestanden, weil ich noch nicht ganz wusste, für welches ich mich entscheiden soll. Aber im Endeffekt ist es dieses hier geworden, nämlich Auf dünnem Eis von Lydia Benecke. Die Psychologie des Bösen. In diesem Buch beschreibt die Psychologin Lydia Benecke, warum Menschen grausame Taten begehen und wie viel von diesem Grausamen bzw. von diesem Bösen denn eigentlich in jedem von uns stecken kann. Anschaulich wird es durch diverse Fallbeispiele aus ihrer Praxis, denn sie arbeitet mit Schwerverbrechern und Opfern von Verbrechen und wahnsinnig interessantes Buch, eine sehr interessante Frau. Sie gibt auch immer mal wieder Vorträge, die öffentlich zu besuchen sind. Sie baut das immer so ein bisschen wie so eine Lesung auf, aber auch wiederum ein bisschen anders. Es ist wirklich sehr interessant. Also wenn ihr die Chance habt, irgendwann mal wieder Lesungen von ihr besuchen zu können oder andere Veranstaltungen, dann versucht das mal wahrzunehmen, wenn ihr euch für diese Themen interessiert. Sie hat auch noch diverse andere Bücher geschrieben, zum Beispiel über Sadisten oder über Mörderinnen. Und ich könnte mir vorstellen, besonders für True Crime Fans sind das ganz tolle Bücher. Und ich mag es ja gern spannend. Da ist mir das Genre eigentlich ziemlich egal. Ich brauche es, dass ich etwas habe, wo ich drauf hinfiebern kann. Und deswegen zeig mir doch vielleicht mal ein Buch mit einem Twist, den du überhaupt nicht hast kommen sehen. Ein Plot-Twist, der mich sehr überraschen konnte. Das war nicht einfach. Dann habe ich aber an ein Buch denken müssen, das letztes Jahr eins meiner Jahreshighlights war. Und das blende ich euch nur ein, denn ich habe es wirklich nur als E-Book gelesen. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich es mir doch nochmal fürs Regal hole, weil es einfach so toll war. Und zwar rede ich von Die 7 Tode der Evelyn Hardcastle von Stuart Turton. In diesem Buch begleiten wir einen namenlosen Protagonisten, der in einem herrschaftlichen Landhaus aufwacht, das irgendwo ganz weit abgeschnitten von allem ist. Er weiß nur, dass am Abend ein Mord geschehen wird und er diesen Mord aufklären muss. Denn solange er das nicht tut, wird er jeden Früh aufwachen und denselben Tag noch einmal erleben. Und er muss halt versuchen, diesen Mord immer wieder aufzuklären. Dieser Mord wird auch jeden Abend aufs Neue stattfinden. Und was so das Besondere mit daran ist, dass er jeden Tag in einem anderen Körper aufwacht, aber er immer noch irgendwo er selber ist. Trotzdem kann er sich nicht daran erinnern, wer er überhaupt ist und was er dort überhaupt macht. Dieses Buch fängt sehr langsam an, denn man erfährt alles nur genauso, wie der Protagonist es erfährt. Man muss sich wirklich komplett auf die Geschichte einlassen, man muss sich da reinfahren lassen und man erfährt halt wirklich auch immer nur Kleinigkeiten. Das, was der Protagonist den Tag über erfährt, das ist genau das, was wir wissen.
Und wir erwerben quasi nur unser Wissen mit ihm zusammen. Und worauf das dann alles hinauslief und warum er dort ist und was das eigentlich alles soll, das hat mich sowas von überrascht. Ich habe das nicht kommen sehen, was da passiert ist. Und das war auch eine der Sachen, die mich so sehr an diesem Buch begeistern konnte. Ja, und ich weiß ja, dass du gerne Fantasy liest. Das tue ich auch gerne, nicht so oft wie du. Und deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht zeigst du mir eins deiner Lieblingsbücher, bei denen der Protagonist nicht menschlich ist. Bei dieser Frage war ich mir nicht ganz sicher, ob menschenähnlich auch gilt. Daher habe ich zwei Bücher. So kann man natürlich auch, das zeigt mir ein Buch, das umgehen. Wenn es menschenähnlich sein darf, dann wäre es in diesem Fall Zwerg und Überzwerg von Christian von Aster. Das ist der Auftaktband zu der Reihe Die große Erzferkel-Prophezeiung. Und in dieser begeben wir uns ins eherne Imperium. In diesem Imperium leben Zwerge, wie der Name schon sagt, des Buches. Und diese haben ein klitzekleines Problem, denn sie haben keine Frauen mehr. Dadurch wird das mit der Fortpflanzung auch irgendwie so ein bisschen schwierig und dadurch auch mit dem Fortbestand der Zwerge an sich. Die Frauen sind verschwunden im Zuge der Invasion einer Splitterspinne und diese Spinne hat sehr tiefe Einschnitte im ehernen Imperium hinterlassen. Denn ihr Auftauchen hängt auch mit einer großen Prophezeiung zusammen, nämlich der Erzferkel-Prophezeiung. Denn ein Borstenviech hat irgendwann mal vorhergesagt, dass das eherne Imperium untergehen wird, sollte diese Splitterspinne je wieder auftauchen und sollten noch ein paar andere Dinge passieren. In diesem Buch passieren diese Dinge. Und der Herrscher der Zwerge denkt sich, wir rufen einen Schicksalszwerg ins Leben. Das sind fünf Zwerge, die das eherne Imperium retten müssen. Ob sie das schaffen und wie erfolgreich sie überhaupt dabei sind, das erfahren wir in diesem wunderbaren kleinen Buch. Der zweite Band ist inzwischen auch schon erschienen. Der dritte Band erscheint im nächsten Jahr zur Leipziger Buchmesse, deswegen nicht im März, sondern dann im Mai höchstwahrscheinlich. Und ja, es ist eine Neuauflage von einer etwas älteren Reihe von ihm, aber die ist komplett überarbeitet. Sollte es doch noch menschenunähnlicher sein, dann hätte ich noch einen anderen Protagonisten, den man da nehmen könnte, nämlich Gorg, der Schreckliche von Gabe Hudson. Gorg ist ein Drache. Und zwar ein sehr pubertierender Drache, der kurz vor seinem Abschluss steht und dessen Ziel es eigentlich ist, eine Drachenfrau zu finden und sich irgendwo mit ihr niederzulassen. Das ist aber leider gar nicht so einfach, denn die Drachenfrauen hätten gern die richtig, richtig tollen Drachen. Gorg ist jetzt eher so mittelmäßig. Und Gorg versucht trotzdem, seine Angebetete irgendwie zu überzeugen, dass sie mit ihm eine Familie gründen soll. Was da noch alles passiert und dass das eigentlich ein ziemlich abgefahrenes Space-Abenteuer ist, das sage ich euch lieber vorher. Und ich weise auch noch mal darauf hin, Gorg ist ein pubertierender Drache, deswegen ist die Sprache hier auch manchmal nicht ganz einfach. Aber ich mochte dieses Buch wahnsinnig gern. Und ein sehr sympathischer Drache, auch wenn er manchmal etwas anstrengend war, aber so sind Pubertierende eben manchmal. Und manchmal, da habe ich auch das Bedürfnis, etwas zu lesen, was so ein bisschen tiefer geht, ein bisschen ergreifend ist. Und vielleicht hast du da einen coolen Tipp für mich, für ein Buch, wo ein schwerer Schicksalsschlag behandelt wird. Schwere Schicksalsschläge, da habe ich natürlich eine Weile überlegen müssen. Ich wollte jetzt dann doch eher in der Realität bleiben und jetzt keinen Fantasy-Roman rausholen. Und da man schwere Schicksalsschläge ja auch immer so ein bisschen unterschiedlich interpretieren kann, will ich euch ein Buch zeigen, das etwas bekannter ist und eins, das wahrscheinlich ein bisschen unbekannter ist. Denn mir ist es recht wichtig, dass ich das andere mal in die Kamera halte. Sonst ergibt sich selten die Gelegenheit bei mir hier auf dem Kanal. Das erste Buch ist Die Stille meiner Worte von Ava Reed. Das ist ja nur ein recht bekanntes Buch und in diesem Buch verliert Hannah ihre Zwillingsschwester bei einem Unfall. Und Hannah spricht seit diesem Tag kein einziges Wort mehr. Ihre Eltern wissen sich nicht anders zu helfen, als sie auf ein Internat zu schicken für Jugendliche mit Problemen. Und Hannah muss davor aber noch in ein Camp, in ein Sommercamp von diesem Internat. Und was dort alles passiert und ob sie auch wieder aus ihrer Schale herauskommt,
Und was eigentlich damals bei diesem Unfall passiert ist, das erfahren wir alles in Die Stille meiner Worte. Ein sehr ergreifender Jugendroman. Ich fand ihn sehr gut geschrieben, mir hat er wirklich richtig gut gefallen, aber er geht auch wirklich sehr ans Herz. In dem anderen Buch, das ich euch noch zeigen möchte, geht es darum, dass ein junger Mann, ein Schriftsteller, eine Depression bekommen hat, eine sehr schwere Depression. Er in die Klinik musste und er versuchen muss, damit zu leben. In dieser Zeit hat er ein Tagebuch geführt und dieses Tagebuch wurde dann veröffentlicht. Und zwar in dem Buch, wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein, von Benjamin Mark. Ich glaube, ich habe noch nie so viel geweint bei einem Buch. Denn er beschreibt wirklich in wahnsinnig treffenden Worten, wie eine Depression ist, wie man sich fühlt, was man sich auch denkt, was einfach mit einem passiert. Und es ist kein typischer Roman, denn es sind wirklich Tagebucheinträge. Da fehlen manchmal Einträge, manchmal geht es um irgendein Handyspiel, weil er einfach nie über nichts anderes schreiben konnte. Und manchmal geht es halt einfach nur darum, wie verdammt schlecht es gerade ist. Und da reiht sich halt Schimpfwort an Schimpfwort. Und es ist ein sehr ergreifendes Buch. Und wer sich dafür interessiert und mal einen Roman von einem Betroffenen, also ein Tagebuchroman von einem Betroffenen lesen möchte, dann schaut euch unbedingt mal dieses Buch an. Ja, und nachdem es dann so ernst war, habe ich gedacht, vielleicht zeigst du mir ein Buch, wo du richtig gut lachen konntest. Einfach weil es deinen persönlichen Humor so richtig getroffen hat. Nicht, wo der Humor so erzwungen war, sondern wo du lachen konntest. Und dann das Kontrastprogramm, ein Buch, bei dem ich wirklich lachen konnte. Das ist ja immer so ein bisschen Geschmackssache mit dem Humor. Ich mag ja, wenn ich wirklich lachen und abschalten will, dann liebe ich ja die Bücher von Nina McKay. Stellvertretend für die gesamte Reihe der Hipstermärchen halte ich hier in die Kamera Rotkäppchen und der Hipsterwolf. Das ist eine sehr abgedrehte Märchenadaption mit sehr viel Humor, den man aber wirklich mögen muss. Den Märchenfiguren geht es gerade nicht so gut, denn alle ihre Happy Ends wurden quasi gestohlen, in Form ihrer Prinzen in dem Fall. Da Rotkäppchen mit den Prinzessinnen gut befreundet ist, versuchen sie alle zusammen, die Prinzen wiederzufinden und damit auch ihre Happy Ends. Wie sie das machen, wen sie auf dem Weg treffen und wie so ihre Verhörtechniken aussehen, die durchaus manchmal ein klein wenig fragwürdig sein können. Das erfahren wir alles in diesem Buch. Ich mag die Reihe wahnsinnig gern. Ich brauche ja nicht immer Figuren, mit denen ich mich identifizieren kann, aber manchmal habe ich das schon gerne. Und deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht zeigst du mir ein Buch mit einem Protagonisten, der so richtig eine große Klappe hat und schlagfertig ist. Bei der Aufgabe musste ich doch wirklich eine Weile überlegen, denn mir ist jetzt nicht auf Anhieb jemand mit einer wahnsinnig großen Klappe und sehr, sehr schlagfertigen Äußerungen eingefallen, bis ich dann mein Regal angeguckt habe und mir dachte, ach, das Buch kannst du auch immer wieder in die Kamera halten. Es ist halt einfach schlicht eine Herzensreihe. In dem Fall wieder nur der erste Band als Stellvertreter für die gesamte Reihe. Und zwar ist es Nevernight von Jack Kristoff mit der Protagonistin Mia Kovare. Mia nimmt so gut wie nie ein Blatt vor den Mund und Mia ist es auch ziemlich egal, was alle anderen von ihr halten. Und deswegen denke ich, dass es das perfekte Buch hierfür ist. Außerdem lässt Mia sich zur Assassinen ausbilden, um ihre Familie zu rächen. Und dass es dabei recht blutig und nicht gerade fein zugeht, kann man sich, glaube ich, vorstellen. Und ich bin einfach absolut verliebt immer noch in diese Cover und ich liebe die Reihe einfach. Wer auf sehr blutige High Fantasy steht, mit einer zwar recht jungen Protagonistin, die aber so gar nichts von dem Jugendbuch hat. Ich kann Nevernight nur immer wieder jedem ans Herz legen. Und weil manchmal auch einfach die niederen Instinkte so ein bisschen angesprochen werden müssen, habe ich mir gedacht, vielleicht zeigst du mir ein Buch mit einem richtig scharfen Bad Boy. Und die Aufgaben scheinen etwas schwerer zu werden, zumindest für mich. Denn mit Bad Boys begeben wir uns in Gefilde, die ich jetzt nicht so oft lese, beziehungsweise ich da immer so meine Schwierigkeiten habe, was denn jetzt als Bad Boy angesehen werden könnte oder nicht.
Daher habe ich mich für einen recht klassischen Jugendromantasy-Roman entschieden, der wirklich sehr jugendlich ist. Das heißt, wir haben hier eine sehr zuckersüße Liebesgeschichte, aber das wahrscheinlich, was so landläufig doch erstmal als Bad Boy beschrieben werden könnte. Nämlich den Auftaktband der Seventh-Reihe von Joss Stirling, Finding Sky. In dieser Reihe begleiten wir Sky. Sky kommt eigentlich aus London und fand es auch eigentlich ganz schön, bis sie mit ihren Adoptiveltern, die beide Künstler sind, nach Ridgefield, Richmond, ich habe keine Ahnung, irgendwo in die USA ziehen muss, in ein sehr einsames, verschneites Örtchen. Und dort trifft sie auf Zed Benedict. Zed ist der siebte Sohn einer Großfamilie und damit auch der jüngste. Und er hat so seine besonderen Fähigkeiten, denn seine Familie entstammt einer Linie von Seven. Seven sind Menschen mit zusätzlichen Talenten, nennen wir das jetzt mal so. Also sowas wie, es ist ein bisschen wie Magie, bloß anders. Ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Und diese Sevens haben einen sogenannten Seelenspiegel, ihren perfekten Partner auf der Welt irgendwo und wenn sie ihn finden, dann fühlen sie sich ganz und wenn nicht, dann können sie eventuell in eine etwas dunklere Seite ihrer selbst abrutschen. Zed ist zwar noch recht jung, aber er steht kurz vor diesem Abrutschen, dadurch, dass er halt der siebte Sohn ist. Und er sieht Sky und sie scheint sein Seelenspiegel zu sein. Nur Sky kann mit diesen ganzen Sachen überhaupt nichts anfangen. Denn normalerweise muss ein Seelenspiegel ein Seven sein. Und Sky ist keiner. Zumindest denkt sie das. Das ist eine der zuckersüßesten Romantasy-Reihen, die es für mich gibt. Ich kann sie immer nur empfehlen. Ich weiß nicht, ob es diese Ausgaben noch gibt. Es gab jetzt mal eine Neuauflage von DTV. Da kamen die ersten drei Bände in einem Taschenbuch raus. Das ist ungefähr so dick, dieses Ding. Ich habe keine Ahnung, warum sie das gemacht haben. Ich weiß auch nicht, ob sich das überhaupt gut lesen lässt. Und aber wirklich Jugendromantasy, die einfach nur niedlich ist und die man wirklich gut lesen kann. Und wenn wir jetzt den heißen Bad Boy schon haben, dann, naja, dann können wir vielleicht auch ein bisschen indiskreter werden. Und vielleicht zeigst du mir ein Buch mit so einer richtig heißen Szene, bei der selbst du rote Ohren bekommen hast. Wenn ich schon dachte, die Frage vorher war schwer, dann hatte ich die noch nicht gehört. Und ich habe jetzt wirklich enorm lange überlegen müssen, bis ich mir dann dachte, dass ich einfach nochmal G.A. Aikens Bücher in die Kamera halte. Und da ich jetzt in den letzten Lesemonaten ja schon immer mal von Call of Crows erzählt habe, dachte ich mir, ich nehme eins ihrer anderen Bücher, die auch schon gefühlt Ewigkeiten in meinem Regal stehen. Das ist so ein Kompendium von drei Romanen in einem Band, nämlich die Wolf Diaries. Hier geht es um Wolfgestaltwandler und das ist erotische Fantasy. Die expliziten Szenen hier drin sind recht ausführlich geschrieben und recht häufig vorhanden. Es ist halt G.A. Aiken. Hier ist ein wirklich recht hoher erotischer Anteil enthalten im Gegensatz zu Call of Crows. Deswegen dachte ich mir, ich halte euch lieber das in die Kamera. Also in den drei Büchern geht es um drei junge Frauen, die Freundinnen sind. Im ersten Band geht es um Sarah, die in ihrer Kleinstadt aufwächst und immer so ein bisschen außerhalb stand und sie hat auch eine Behinderung, sie kann nicht richtig laufen. Und sie ist eigentlich auch immer so ein bisschen außerhalb gewesen, weil sie eine sehr verrückte Großmutter hatte. Was mit ihren Eltern passiert ist, weiß sie gar nicht so genau. Und nachdem ihre Großmutter gestorben ist, führt sie ein recht freies Leben und sie ist eigentlich auch ziemlich glücklich, bis eine Biker-Gang auftaucht und damit auch Zack. Zack ist ein bisschen anders und diese ganzen Biker verhalten sich ein bisschen anders und in der Stadt wird auch alles ganz komisch. Bis dann herauskommt, dass Zack und seine Kumpanen ein Wolfsrudel sind und dass Sarah augenscheinlich in einer Stadt wohnt, in der es ebenfalls eins gibt. Was sie damit eigentlich zu tun hat und was Zack jetzt mit ihr zu tun hat, das erfahren wir in dem ersten Buch davon. Und in dem zweiten und dritten geht es dann um ihre Freundinnen. Und wir begegnen hier auch nicht nur Wolfsgestaltwandlern. Wer erotische Fantasy mag und Gestaltwandler mag, dem kann ich G.A. Aikens Bücher wirklich empfehlen. Die
sind, lesen sich wahnsinnig gut. Sie hat einen tollen Schreibstil und da kann man richtig schön abtauchen drin. Und jetzt hast du mir schon so coole Bücher gezeigt, aber zu guter Letzt, bevor ich mich von dir verabschiede, hätte ich ja schon gerne noch so ein Buch gesehen, von dem du der Meinung bist, dass ich es unbedingt gelesen haben sollte. Also, danke, dass du mir die ganzen Tipps gegeben hast. Tschüss! Auch die letzte Aufgabe hatte es in sich, denn ein Buch zu finden, das ich Tanja wirklich unbedingt empfehlen möchte und das ich auch ganz vielen anderen ans Herz legen will, das ist gar nicht so einfach. Ich lese ja vorrangig Fantasy, das stimmt, aber ich habe ja auch so meine Phasen, wo ich auch mal andere Sachen lesen möchte und mich auch mal von Empfehlungen leiten lasse. Und ja, dieses Buch haben schon sehr, sehr viele in die Kamera gehalten und ich möchte es auch noch mal tun, denn es ist wirklich toll, es ist einfach großartig, es liest sich wunderbar und ich finde, das ist ein Buch, das man irgendwie fast jeder lesen kann und das einen berührt, das einen ergreifen kann, das eine wunderbare Geschichte hat und dass man auch vielleicht ganz gut zu Weihnachten verschenken kann, denn Weihnachten kommt schneller als man denkt. Wir haben ja jetzt schon fast November. Und ich möchte euch unbedingt in die Kamera halten: Daisy Jones and the Six von Taylor Jenkins Reid. Das ist die englische Ausgabe, die deutsche sieht ähnlich aus, hat fast dasselbe Cover. Also Eis gibt es auch auf Deutsch. Und in diesem Buch begleiten wir den Aufstieg und auch den Fall einer fiktiven Rockband, wobei man ganz gern mal vergisst, dass diese Rockband fiktiv ist. Denn dieses Buch ist komplett in Interviewform geschrieben. Eine Form, von der man vielleicht denkt, das liest sich gar nicht so gut. Doch das war so gut gemacht, dass man die Charaktere kennengelernt hat, dass man die Charaktere gefühlt hat, dass man einfach mit ihnen war und dass sie sich so echt angefühlt haben, dass man wirklich vergessen hat, dass diese Leute nicht existieren. Und ich bin immer noch total fasziniert davon. Es kommt auch bald eine Verfilmung dazu. Ich bin wahnsinnig gespannt darauf, ob das was werden kann oder nicht, obwohl ich mir das gut vorstellen kann. Ich glaube, durch diese Interviewform haben die Filmemacher dann doch ein bisschen mehr Spielraum, als es sonst so der Fall ist, da man hier sehr frei auch in seinen Vorstellungen war. Und ein wirklich tolles Buch. Ich möchte es eigentlich fast jedem ans Herz legen. Das kann wirklich so gut wie jeder lesen. So, ihr Lieben, ich möchte mich erstmal bei Tanja für die wunderbaren Fragen bedanken und ich hoffe, es hat euch ebenso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst und schaut doch gerne mal bei Tanjas Kanal vorbei, Miss Drunken Cherries Bücherstapel. Sie freut sich bestimmt auch ganz sehr drüber. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. In der Zwischenzeit besucht mich doch gerne auf meinem Blog www.tintenkrähe.de oder in den sozialen Medien. Dort findet ihr mich auch unter Tintenkrähe. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis bald. Tschüss.